Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir müssen Xol hervorlocken. Mit einem besonderen Leckerbissen. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was Monstergötter lecker finden. Macht. Und wir konnten einen Funkspruch der Rotlegion über ein neues Fragment des Reisenden abfangen, das sich während Gauls Angriff ablöste. Xol wird dem Licht nicht widerstehen können. So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen die Mission Außerordentliche Bergung. Die Besessenen. Sie blockieren mich. Die Besessenen? Sind Sie hinter dem Fragment her? Ich habe übrigens bei der Waffe, die ich in der letzten Folge bekommen habe, hier noch einen Katalysator mit reingesetzt. Das ist jetzt bei Multikills Sphären. Jetzt wollen wir die mal ein bisschen ausprobieren. Ah, genau, immer wenn ich diese gelben, ach, ich weiß nicht, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Immer diese gelben Trefferzahlen habe, dann lädt er die auf 41 hoch. Finde ich gut. Kannst du einfach nur noch Dauerfeuer draufhalten. Nein, ich hab gerade einen Leck gehabt. Aber richtig gefühlt. Der war aber heftig. Die Fäule strahlt jede Menge dunkle Energie aus. Meine Sensoren können das Fragment bei dem Krach unmöglich aufspüren. Du musst sie loswerden. Hier hätten wir übrigens wieder verlorenen Sektor, aber das mache ich jetzt nicht. Die braucht man manchmal für die täglichen Herausforderungen. Die Waffe ist so Mörder. Warum lade ich eigentlich überhaupt noch nach? Okay, jetzt hat das Spiel nachgeladen. Ah, ich komme nicht auf den Namen, wie diese scheiß Treffer heißen. Diese gelbe Trefferzahl heißt. Ach Mann. Jawohl, jetzt hat er nicht nachgeladen. Mal schnell nochmal lesen, was. Nur wenn ich einen Kill mache. Ja, da, guck mal, da lädt es ja auch schon den nach. Muss man kurz nachlesen. Bei Erleiden von Argus wird die Waffe stärker und der Argus Widerstand, okay. Ich hab keine Ahnung.
So ganz. Hab's. Das Fragment ist nah, aber die Messwerte unterscheiden sich von denen anderer Stücke des gekommen. Reisenden. Aber naja, wir akzeptieren es einfach mal. Der Höhle war ich glaube noch nicht. Zavala, mal angenommen, dass der ganze Lockvogelplan auch aufgeht. Wie sollen wir Xol ohne Rasputins Hilfe ausschalten? Die Diskussion fangen wir nicht wieder an. Und ich kann dir mit Nachdruck versichern, dass Rasputin der einzige Weg ist, Xol zu stoppen. Wir brauchen die Walküre. Wir haben schon früher in ausweglosen Situationen bestanden. Ohne Rasputin. Ach doch, hier war ich schon drin. Ich hab eine super MP. Warum braucht er kein Rasputin? Hat einfach mal überhaupt nicht nach. Sollte es nicht übertreiben. Sieht denn die Gesamtmunition aus? Weil was sehr gut ist, sie braucht nur normale Munition. Die Besessenen haben eine Art Schild um das Fragment errichtet. Ich bezweifle, dass wir da durchkommen. Vielleicht gibt es noch einen Kriegssatelliten im Erdorbit. Mal sehen, ob ich seine Laufbahn ändern kann. Weiß nicht, ob das so gut ist. Da kommt Ärger. Bleibt, wo ihr seid. Ich brauche eure Position, um den Kriegssatelliten einzustellen. Alles klar. Aus. Mal kurz hier rüber. Muss das mal kurz hier klären. Neue Powerwaffe, also neues Schwert, aber leider nur ein blaues. Ja moin! Kriegssatellit scharf und in Position. Frage orbitalen Support an. Ja, und schon wieder komplett Munition nachgeladen.
Au. Und du? Wie hast du ihn dazu gebracht, das Feuer zu eröffnen? Hab ihn gefragt. Rasputin wurde gebaut, um der Menschheit zu helfen. Er hört auf mich. Dieses Mal hat der Kriegsgeist gehört. Aber bist du auch bereit, die Würde auf dich zu nehmen, wenn er es nicht tut? Ich sehe. Hüter, nimm das Bruchstück des Reisenden in Gewahrsam und komm zurück zum Mars. Zeit, dass wir einem Gott den Krieg erklären. Fragment des Reisenden, fremdes Terrain. Okay, das ist dann die nächste Mission. Okay. Ja, geht's eben auf dem Mars weiter, ist ja kein Problem. Schon sagen. Das scheiß Schwert bin ich nur Level 800 irgendwas gewesen. Fünf davon, dann machen wir die mal weg. Eins. Fünf. Sieht mal cool aus. Oder wie viele neue habe ich denn hier? So. Alles klar, wir sollen zum Mars. Der Mars macht mobil. Ich glaube, wir haben die Quest nicht ausgewählt, gell? Ist natürlich jetzt doof, da das eine Mars-Mission ist. Aber da es ja eine zusammenhängende Missionsreihe ist, machen wir das mal zusammen. Wir machen mal die komplette Missionsreihe. Anthem gibt es übrigens auch ein neues Event. Lade ich mir gerade runter im Hintergrund. Will ich dann auch mal die Tage nochmal anspielen. Also wenn ihr die Folge jetzt hier seht, dann sind wir eh schon bei Folge 30 oder so. Schon müssten wir jetzt schon Mitte November sein. Wenn wir den Futterplatz dieses Gottwurmes finden, dann können wir Xol mit dem Fragment des Reisenden hervorlocken. Ich habe ein paar Scans laufen lassen. Hab eine Höhle gefunden, die mit einem von Xols Tunneln verbunden ist. Zavala, hör mir zu. Ich habe die Einträge gelesen. Rasputin konnte Xol schon beim ersten Mal kaum aufhalten. Ich bekomme eine Interferenz rein. Ich werde daraus nicht schlau. Ich kann es auch hören. Gib mir eine Minute. Ich analysiere das Signal. Vielleicht kann ich herausfinden, was es ist. Verstehe nicht so ganz, wann ich zum Beispiel nicht. Jetzt zum Beispiel. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich nehme es einfach mal hin.
Wahrscheinlich je länger ich schieße. Das war das. Was das am Anfang, was da stand, je länger ich schieße. Die Interferenz wird schlimmer, aber ich kann ein Muster erkennen. Hörst du es, Anna? Ich brauche mehr Daten, um sicher zu sein. Stand da irgendwas mit? Vielleicht ist es eine verschlüsselte Nachricht. Okay. Ach, wir akzeptieren das einfach mal so. Die Waffe ist gut. Diese Kristalle suchen nur so vor Energie. Darin wird sicher Energie gesammelt, um Xol damit zu füttern. Au, 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 tschüss. Bruder, muss los. Das wollte ich immer mal sagen. Bruder, was los? Bruder, muss los. Energie in diesem Relikt ist unbeständig. Wirf es doch mal gegen den Kristall. Okay. Kann man machen. Sieht aus, als ob die Schar sich hier unten ordentlich ausgetobt hat. Geht weiter. Laut Scans gibt es eine große Kammer, an der sich alle Tunnel kreuzen. Das ist der wahrscheinlichste Ort für Xols Futterstelle. Ich hab ein bisschen Angst vor Xol. Schau dir nur an, wie groß diese Tunnel sind. Xol muss riesig sein. Was bedeutet? Er ist stärker, als wir dachten. Umso mehr Grund, ihm den Gar auszumachen. Das ist einfach Bombe. Sie singen in archaischer Form. Es geht darin um einen Priester, Nokris, und wie er als Ketzer abgestempelt wurde. Was gilt denn bitte für die Schar als ketzerisch? Irgendwas von wegen Wiederauferstehung. Für die ist Wiederauferstehung ketzerisch. Was bei dir?
Das ist eine Art Heiligenstätte. Sie bereiten eine weitere Gabe an Xol vor. Wir müssen sie ausschalten. Jetzt! Aha. Oh, hallo? Alter! Wow, 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 wow. Ich weiß gerade nicht, auf was ich da als erstes schießen soll. Okay, das funktioniert schon mal nicht, weil immun. Ich glaube, ich muss irgendwo noch genau den Ritter. Und das gegen den anderen. Ah, ist bisher nicht mehr so. Immun. Bist du nicht mehr so eine geile Sau. Ach, das Spiel packt mich im Moment einfach so dermaßen. Für Spielzeit habe ich jetzt 20 Stunden seit letzten Freitag, seit einer Woche. Das sind Namen. Uralte, mächtige Namen. Das ist mehr als... Und ich habe die ganze Woche nicht gespielt. Ich habe heute erst mal wieder gespielt nach letzten Samstag, also eigentlich 3 Tage. Nicht Xol. Nee. Ich habe hier irgendwo einen Ritter, den ich töten muss. Muss da irgendwo ein Ritter sein, damit ich das Ding da zerstören kann, der droppt ja sowas ja. Alter. Ah, ich bin fast tot. Wir machen das erstmal ein bisschen anders. Nein, wieso ist der denn jetzt auch... Oh.
Ja, ich kann aber auch gleich wieder. Also wieder. Bin ich wieder super bereit. Jetzt noch nicht sterben können. Nice! Das war jetzt schon ein bisschen anstrengend. Da, in der Mitte. Da können wir das Fragment platzieren. Ich soll jetzt nochmal gegen Soul kämpfen? Nach dem Typen? Ihr wollt mich doch verarschen. Kann man das nicht nächste Woche machen? Dort existiert kein Licht. Du bist allein. Ja. Du sollst treiben. Du Peter, wo bist du? Triumph abgeschlossen, schließe die Mission Fremdestal. Das ist Level, Saison Level 100 werden wir wahrscheinlich nicht, da müsste ich die ganze Zeit PvP spielen. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Sei Dank. Ich denke mal so 30, 40. Cooler Helm. Xol ist auf direktem Weg zu Clovis Bray und Rasputin. Wenn Rasputin stirbt, dann ist der Speer auch weg und Xol gewinnt. Na gut. Meine Vorbehalte dem Kriegsgeist gegenüber sind nicht so wichtig wie Xol zu besiegen. Wir zusammen. Was sagst du dazu? Okay. Ich glaube, die. Es ist noch langsam Zeit wird. Die Missionsreihe mache ich jetzt weiter, aber in einer neuen Folge. Ich denke mal, da kommen noch ein paar Missionen. Oder wir machen jetzt erstmal in der nächsten Folge. Die Strikes, die beiden, die möchte ich ja noch machen. Dann haben wir ja alles auf der Erde gemacht, soweit. Und dann können wir ja schon auf den nächsten Planeten. Ich glaube, Mars wäre dann das nächste. Gucken wir mal. Ja genau, es sind nur noch die beiden Strikes. Die Raids kann ich noch nicht machen. Und dann geht's dann hier weiter. Ja, dann ganz ehrlich, dann machen wir mal Pause für heute und werden dann morgen die zwei Raids machen. Diese gehen schnell. Ich glaube, die sind 10 Minuten oder so. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.